Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Ich bin Lucina, wir sind wieder zurück hier in Forest Village. Letztes Mal habt ihr gesehen, ich bin so ein bisschen rumgelaufen, wie so ein aufgescheuchter Vogel und hatte keine Ahnung, wie alles funktioniert. Genau, ich nehme diese Folge jetzt direkt danach auf. Oh, jetzt ist es zu kalt hier, das zu bewirtschaften. Ja, erntet das jetzt! Los jetzt! Auf jetzt! Ach, es wird schon geerntet, okay. Ja, ich denke, dann reicht es vielleicht doch mit dem Essen. Ja, falls ihr mir nach dem letzten Video Kommentare hinterlassen habt, wie ich es besser machen kann, freue ich mich, wenn ich es beim nächsten Mal besser machen kann. Ich nehme diese Folge eben am Blog auf, direkt nach der letzten. Und dann schauen wir mal. Ich denke, ich werde mich in das Spiel noch eingewöhnen hier. Dauert alles seine Zeit, aber es wird schon werden. So, jetzt brauchen wir aber auch niemand mehr zuweisen, wenn hier sowieso, oder? Ach, niemand mehr. Die sollen es ernten. Ernte das jetzt. Hopp. Ja, da wächst nichts mehr. Geht's denen gut oder sind die... Achso, die sind nur Herbst verdorrt und nicht tot verdorrt. Ja, nicht, dass das Zeug hier verdorrt. Loris, hol das jetzt da runter. Wir haben Hunger. Kann man da noch mehr zuweisen? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich spiele ja einfach nur mit diesen beiden Zahlen hier rum, weil ich nicht weiß, was das heißt, ich Trottel. Gut, sobald das alles geerntet ist, werden wir Leute hier reinstecken. Die werden hier dann hoffentlich Klamotten... Also einer wird dann Klamotten herstellen. Da geht's los! Oh nein. Oh, das Brennhaus ist jetzt schon weg! Oh. Ja, ich glaube, hier ist alles weg. Gut, da kann man hier jemanden rausnehmen. Wie soll ich da so viele Leute zugewiesen? Ich Trottel. Das darf nicht wahr sein, ich bin ein Trottel. So, jetzt hier rein da. Klamotten herstellen. Aber fix, fix. So, jetzt ist jemand zugewiesen. Jetzt wird es bald Klamotten geben. Ich hoffe nur, dass hier das Wurzelgemüse ausreicht, weil... Oh mein Gott. Okay, hier haben wir Fischer. Ja, wieso ist da keiner zugewiesen? Noch mehr Leute geht da nicht, oder? Aha. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So, na gut, gucken wir mal, ob wir die Leute was sammeln lassen können, was irgendwie sinnvoll ist. Heu wäre vielleicht mal nicht schlecht, oder? Holz wäre nicht... Oh, Brennholz! Oh mein Gott, wir haben kaum Brennholz! Ah, du Scheiße! Ja, okay, wir haben kein Brennholz, aber wir haben genügend Holz, von daher alles gut. Wir müssen es halt bloß hacken. Ha? Ha? Ja, komm mal her. Hier, kannst du ein bisschen schneller hacken. Los, hacken sie jetzt. Ach! Na gut. Winteranfang und schon kaum noch Brennholz. Ich mache mir Sorgen. Was? Könnt ihr das mal ernten? Ich weiß es nicht, was der grüne Balken bedeutet. Hier steht jedenfalls 0 von 672, aber der Balken ist trotzdem halb gefüllt. Und wo ist da noch jemand zu... Ach, da ist jemand zugewiesen, ich Trottel. Oh mein Gott. So, einer ist übrig. Scheiße, ich fürchte, diesmal werden wir verhungern. Fischer, haben wir jetzt... Ah, 5 von 6. Jetzt hat sich die maximale Zahl erhöht. Vielleicht, weil ich hier rumgedreht habe. Oh! Ich glaube, ich werde mich erstmal hinsetzen und einige Guides lesen. Ja, wir haben auch noch einen Förster zugewiesen hier. 2 sogar! Das muss doch wirklich nicht sein, oder? Wo war das hier? Da. Gut. Nehmen wir den mal raus. 2 Leute sind jetzt arbeitslos. Ich wollte sie irgendwas sammeln lassen. Holz sammeln. Heu. Erz. Stein haben wir genug. Das Brennholz wird so knapp. Ja, wieso haben wir denn keine Klamotten? Macht ihr denn nichts jetzt hier? 2,3 Minuten. Oh, ich habe mich komplett verkalkuliert, glaube ich. Ja, gleich werden die Leute erfrieren. Wir sind bei minus 9 Grad.
Hackt schneller, ihr Heinis. Aha. Komm hier. Ja, mach was. Ah! So langsam. Ich glaube, wir müssen dringend ein weiteres Brennholz-Hack-Dings da bauen. Hackplatz. Holzhackplatz. Ja, da kommen wir jetzt, glaube ich, gerade nicht drum rum. Es ist dringend notwendig, dass wir da mehr Leute einsetzen. Kein Platz mehr. Moin! Kannst hier nicht bauen? Ich kann nirgends bauen! Ja, der Platz ist sehr eng hier. Ich finde nichts, wo ich bauen kann. Vielleicht, weil es zu abschüssig ist. Da war was. Da. Kann es wirklich außerhalb hinstellen? Oder hier? Gut, es kommt exakt auf den Ort an, wo das ist. Kein Holz mehr. Scheiße. Mhm. Schneller hacken! Da, wir haben aber Klamotten immerhin. Bisschen was. Oh mein Gott. Da, die sind nicht geheizt jetzt. Ich mache mir so Sorgen. Ja, aber gleich kommen mehr Leute mit hacken. Tut es! Das ist wichtig. Hackt. Als hättet ihr noch nie gehackt. Aha. Gucken wir da mal ein. Da kommt wieder ein bisschen was Brennholz raus, aber die verwenden es halt auch gleich wieder. Oh mein Gott. Das habe ich komplett unterschätzt. Dass die ja schon im Herbst anfangen zu heizen und nicht erst im Winter. Oh mein Gott. Da, der ist auch zu kalt. Zwei Einwohner. Ist aber auch in jedem beknackten Haus ein beknackter Einwohner drin, ey. Können sie doch ruhig in einem großen Haus zusammenkuscheln, die Trottel. Ha? Ich glaube, die teilen sich einen Cooldown. Ah, nee, tun sie nicht. Ah. Schneller! Essen aber auch nicht mehr. Das wird ein harter Winter, liebe Leute. Ich habe so viele Leute in die Fischerhütten reingesteckt, aber es hilft trotzdem nicht. Aber diese Kleidung hier, das hat schon wirklich viel geholfen, glaube ich. Normalerweise, wenn wir jetzt den halben Winter ohne Brennholz auskommen müssten, wäre es jetzt ein Riesenproblem gewesen. Aber gut, sie haben auch die ganze Zeit nachproduziert, also... Aber das mit dem Essen ist jetzt heftig. Da haben wir drei Fischer zugewiesen. Geht auch nicht mehr. Ja, Brennholz reicht, aber das Essen ist jetzt quasi alle. Und nur wenn es Frühling wird, heißt es ja nicht, dass es dann alles besser wird. Ja, hier, die haben Hunger. Okay, da gucken wir mal, dass wir vielleicht jemanden in den Förster da, in den Jäger, in die Jägerhütte reinstecken. Falls es die noch gibt, oder vielleicht ist sie auch abgebrannt. Da ist sie. Ist vielleicht nur einer, der da arbeitet. Anzahl der Arbeiter, 3. Ja, wir haben gerade jemanden. Ich glaube, wir ziehen jetzt wieder jemand aus dem Brennholz ab. Ah! Jetzt sehe ich es. Die Zahl da hinten ist die insgesamte Zahl. Also, liebe Leute, ich verstehe es immer noch nicht. Wir können das hier irgendwie global einstellen, wir können das auch hier einstellen und wenn ich das hier einstelle, dann bewirkt es auch das hier. Anscheinend ist es auch global. Na gut,
Ja, jetzt gesehen, ich hab's noch nicht kapiert. Gut, also, stopp mal. Aha. Jetzt ist ja auch null. Gut, keine Ahnung, wie auch immer. Jetzt müssen wir theoretisch zwei Leute übrig haben, die jetzt hier noch rein können. Und sofort bitte jagen gehen sollen. Los! Aber vielleicht wäre es wirklich nicht schlecht, so einen Hühnerstall zu bauen, dann hat man da wenigstens irgendwas. Wo die sich drum kümmern können, ohne dass wir jetzt erst bis zum Ende des Jahres warten müssen, bis zur Erntezeit. Oh mein Gott. Ich bin besorgt, ich bin besorgt. Null, 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 nichts mehr da. Ja, die leben jetzt von ihren Resten irgendwie. Eigentlich müsste doch wenigstens Fischer haben, oder? Ja, da kam was gerade an. Wird gleich weggerissen. Schon weg. Schande, ey. Schande, Schande, Schande. Ja, da haben wir unseren Frühling. Gut, jetzt müssen wir wieder Bauern zuweisen. Wie war das jetzt? Wir haben eigentlich gerade niemanden, der dort arbeiten kann, aber wir müssen das natürlich machen. Holz müssen wir auch hacken, weil die werden das weiterhin brauchen noch, solange es relativ kalt ist. Spätestens im Winter brauchen wir auch wieder. Ich weiß gerade gar nicht, ob wir überhaupt Kinder haben. Ah doch, Kind Bradley ist älter geworden und kann jetzt mit der Schule anfangen. Also theoretisch haben wir einen älteres Kind oder sowas, das halt in die Schule gehen kann. Ja, es fehlt an jeder Ecke, wirklich. Dabei lasse ich schon nicht mal mehr Werkzeuge herstellen. Fischerhütte. Ja, die fischen halt ohne Ende, aber es reicht nicht. Wir brauchen jetzt Bauern, in Gottes Namen. Wir müssen das machen. So, jetzt haben wir theoretisch drei Leute übrig. So. Die habe ich jetzt als Bauern zugewiesen, hoffentlich. Und irgendwo werden sie jetzt rumbauen. Hier sind zwei unterwegs. Also doch zwei. Zwei. Aktuelle maximale. Also zwei Leute, die hier arbeiten können. Und einer, der hier arbeitet. Halt, stopp mal! Wir brauchen keinen Flachs mehr. Wir haben genügend Flachs noch. Oder? Ich bin nicht sicher, wie lange diese Klamotten denn hier reichen jetzt. Die 16 Klamotten. Deswegen würde ich fast sagen, nein, wir machen hier keinen Flachs, sondern wir machen hier doch wieder Kartoffeln. Gut. Mehr Kartoffeln, mehr zu essen für uns. Gut. Jetzt haben wir zwei Kartoffelfelder. Und sie scheinen sich halbwegs über Wasser zu halten mit dem Futter. Noch ein älteres Kind, das in die Schule gehen kann. Na gut, dann lohnt sich das wenigstens. Oh Mann, alles verwuchert hier. Unglaublich. Also ich erinnere mich noch, dass ihr mir gesagt habt im Stream, der Wald sollte nicht bis ganz zum Dorf hinreichen, weil sonst kommen die ganzen Wildtiere dahin. Aber ich sehe gerade nicht, wie ich das hinbekommen kann, dass diese Försterhütten auch noch zu betreiben, weil wir eh schon in einem Mangel haben. Und zwar so richtig Mangel haben. Ich habe echt Angst für den nächsten Winter, weil wenn wir es jetzt nicht schaffen, einen Vorrat anzulegen, dann werden wir den nächsten Winter nicht überleben. Jetzt haben sie alle Hunger. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt effizient ist. Also haben wir da überhaupt irgendwelche Viecher, die da gejagt werden können? Ja, anscheinend schon. Gut, dann werden wir jetzt erstmal das Hacken abbrechen. Es reicht jetzt. Kein Gehacke mehr. So, da sind zwei Leute übrig.
Die können sich jetzt um was kümmern? Fische? Und wir machen einen Fischer und einen, der sich um dieses Feld kümmert. So. Alter. Alter, das ist brutal. Alle haben Hunger. Gut, also ich würde sagen, wir haben jetzt genügend Klamotten, raus hier. Du machst jetzt was anderes. Fischen. Auf geht's, fischen. Ach, jetzt hat er doch Flachs. Gott. Doch, da wächst jetzt doch Flachs. Aber das darf nicht wahr sein. Wir brauchen Kartoffeln, so ein Mist. Ich weiß auch gar nicht, warum wir hier so wenig rausbekommen haben letztes Mal. Ja, die werden jetzt halt ein Jahr lang hungern müssen anscheinend. Hafer? Wie sagen wir denn Hafer? Was ist? Kräuter. Oh mein Gott. Zu Tode gehungert. Scheiße, ein Fischer. Ja, da geht's los. Baby wurde geboren. Ich bin jetzt aber echt nicht sicher, ob diese Fischhütten überhaupt gut stehen. Es kann ja sein, dass sie jetzt nicht mehr effizient sind. Man sieht es ja nicht. Ich hatte nicht das Gefühl, dass wirklich was ankommt. Kann sein, dass wir hier zwei Fischerhütten haben und die sind irgendwie überfischt oder sowas. Vielleicht bauen wir mal woanders eine Fischerhütte hin. So, jetzt bauen wir dahin. Vielleicht hilft das ja besser. Man weiß es ja nicht. Also ich weiß es nicht. Dann würde das hier nämlich mal abreißen. Oh mein Gott. Ein Jäger hat sich zu Tode gehungert. Liebe Leute, ich mach mir Sorgen, ey. Heftig. Ein Fisch. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich habe da 7 Fische, das ist schon mal was. 9 Fische. Oh, ein Bauer. 3 Tote. 4! Krieg's einfach nicht hin, hier mehr Essen hinzubekommen. Dabei sind eigentlich alle in der Essenswirtschaft beschäftigt. Okay, wir könnten noch einen Lehrer raushauen. Flachs, ey. Oder sind es jetzt Kartoffeln? Hier steht ja Kartoffeln. Da werden die Leichen verbrannt. Oh Mann, ja. Liebe Leute, so ist das Mittelalter halt. Oh, Fischer. Bauwerk ist fertiggestellt. Noch einer tot. Gott, ey. 5 Tote schon. Hilfe! Ja, nehmen wir jetzt mal hier die Leute raus. Nein! Doch, hier raus. Da rein. Jetzt haben wir theoretisch Leute übrig. Da kommen alle rein. Ne, wir haben keinen mehr übrig. Ah! Scheiße. Oh nein. Oh, achso, wir haben die ganze Zeit noch einen Baumeister zugewiesen. Ich bin ein Trottel. Hab ich ganz vergessen. Oh, in der letzten Folge. Wir hatten die ganze Zeit Baumeister zugewiesen. Wenn wir nichts bauen, dann brauchen wir die natürlich nicht. Alter. Kümmert sich jetzt überhaupt noch jemand da drin?
Theoretisch ja. Ist nicht langsam mal Zeit für die Ernte? Ja, hier wird, es wird geerntet. Oh mein Gott. Acht Erwachsene nur noch. Immer noch nichts zu essen? Doch, bisschen Wurzelgemüse hier. Scheiße. Wir sind gerade echt auf das Allernötigste reduziert hier. Fischen, was das Zeug hält, bohren, sonst nichts. Wurzelgemüse ist auch schon wieder weg. Ja, was genau? Ach, der erntet wirklich Flachs. Es darf nicht wahr sein. Ich habe das zu spät umgestellt. Wir brauchen keinen scheiß Flachs. Oh nein. Scheiße. Das sieht so schlimm aus. Sieben Fische sind da drin. Wieso holt die denn keiner ab? Ah! Ah! Hier, fisch schneller bitte. Also, ich ärgere mich jetzt aber auch gerade wirklich. Ich hätte sofort raus müssen, als ich gesehen habe, dass da jetzt Flachs rauskommt statt Kartoffel, obwohl der Kartoffel steht. Wir brauchen den blöden Flachs nicht. Kannst du woanders arbeiten, bitte? Moment mal, stopp. Stopp, hier soll keiner arbeiten. Null. Aus. Aber hier dafür. Und hier, bitte. Na gut, keine Ahnung. Zwei, drei. Wir brauchen drei Bauern. Hm. Aber jetzt habe ich hier einen so viel zugewiesen, oder? Ah! Ihr seht schon, ich bin völlig kaputt hier. Einer ist. Was? Wir haben einen Arbeitslosen. Das darf nicht wahr sein. Rein in die Fischerhütte! Ha. Ja, jetzt haben wir Wurzelgemüse, Kartoffeln. Das ist gut. Da gibt es auch einen Pilz hier. Ist der nicht niedlich? Mhm. Schneller machen. Ja, mit Hacken hier. Ja, komm, mach das mal alleine. Gut. Liebe Leute, wir sind im Herbst. Der Winter kommt schon wieder. Ich weiß nicht, ob wir den überleben. Weil das bisschen Wurzelgemüse, da kommt natürlich noch ein bisschen was dazu, wir sind noch nicht fertig mit der Ernte, aber trotzdem. Oh. Mal von der Heizung ganz abgesehen. Na gut. Also ich glaube, hier steht, wie viel jetzt gerade dort rumliegt, was gesammelt wurde. Gemüse. Also das ist fertig zum Abholen, denke ich mal. Ich sitze hier im Stress, das ist unglaublich. Ja, und ich denke mal, die Klamotten hier, die werden also wirklich was bringen. Und eine Weile halten. Hoffe ich mal. Dann kümmern wir uns diesmal nicht um das Brennholz und, ja. Gucken, dass wir uns vor allem um das Essen kümmern. Obst gibt es allerdings nicht. Vielleicht nicht erntereif. Hm. Ja, da kommt einiges zusammen. Also letztes Mal hatten wir, glaube ich, nicht so viel.
Oh, es wird schon wieder so kalt. Schneller. Na gut. Das war ein hartes Jahr, liebe Leute. Geprägt von Hunger und von Tod. Und von Baumwucherung hier. Vielleicht kommen wir nächstes Jahr besser klar, wenn wir erstmal noch ein paar Vorräte haben hier. Wird es auch mit den Fischen langsam wieder besser. Müssen wir nächstes Jahr wieder gucken, dass wir die restlichen Vorräte aufstocken und vielleicht uns auch wirklich mal einen Hühnerstall irgendwie gönnen. Das Gefühl, das Feld ist eigentlich zu groß. Ich glaube, die kriegen das nicht hin, fast schon. Ich glaube, wenn es erstmal anfängt zu schneien, dann ist Schluss. Also optisch sieht das Spiel wirklich sehr, sehr schön aus. Da kann man nichts sagen. Nur ich drehe wirklich durch hier mit diesem, hier mit diesen Zahlen. Die blicke ich überhaupt nicht. Schön. Ja, mit großer Befriedigung sehe ich, dass wir hier 520 Gemüse haben. Optimal. So, jetzt muss aber langsam wieder geheizt werden, glaube ich. Ah, es geht schon los. Wird geheizt. Wen nehmen wir jetzt raus? Ich will eigentlich niemanden rausnehmen. Kein einziger Bauer soll hier rausgehen und nicht mehr weiterarbeiten. Ein Obstgärtner ist da drin. Ja, so, der hat ja, glaube ich, die Bäume jetzt wieder frisch gepflanzt. Das heißt, es dauert wieder ein paar Jahre, bis da überhaupt irgendwas bei rauskommt. Das heißt, ja, weiß ich, ob er überhaupt jemand braucht, der dazu gewiesen ist. Wir müssten wieder jemanden haben, der Holz klopft, weil ich habe schon gesehen, es fehlt schon wieder 80 Stück an Holz. Und das, obwohl die Klamotten haben. Ich möchte heulen, das ist unglaublich. Jetzt haben wir im Winter wieder das Problem, dass sie kein Holz haben hier. Unglaublich. Unglaublich. Ja, doch, der macht da irgendwas. So, ich denke mal hier, das war's jetzt. Oder holen die das noch? Wir holen ein paar Frostkartoffeln da raus. Ich glaube, das war's. Ja, das war's. Null. Denke ich mal. Okay, dann nehmen wir die alle raus. Die hier auch. Und die sollen jetzt Brennholz klappen. Gott. Hoffe, alles Beste. Sie haben ja immerhin, wenn keine warmen, aber doch immerhin Klamotten. Und Hacken, das sollte auch warm geben, oder? Aha, wir haben wieder einen Erwachsenen bekommen, der jetzt zur Schule gehen kann. Oder einen Jugendlichen. Ha, Hilfe. Ja, wie viele Klopper haben wir denn jetzt hier? Oh, da ist einer übrig, der nichts zu tun hat. Im Ernst? Da sind zwei drin. Da ist noch einer drin. Keine Ahnung. So, jetzt. Ich habe das Gefühl, wenn jetzt so viele Menschen werden, haben wir nicht mehr genügend zu essen. Dann sterben die Menschen. Ich bin voller Panik. Und die wenigen Menschen, die noch da sind, die scheffeln genügend zu essen, so dass die sich da wieder erholen können. Und dann werden es wieder zu viel und dann reicht es wieder nicht. Also das ist eine schwierige Balance hier, wirklich. Letztes Jahr ist überhaupt kein Fleisch dazugekommen. Ja, ein Hühnerstall müsste eigentlich auch für Fleisch und für Eier sorgen. Würde ich jetzt mal so sagen. Ja, Fleisch und Eier. Ich würde es gerne irgendwo hinpacken, wo es nicht so nah am Wald ist, aber hier ist ja überall Wald. Müssen wir vielleicht mal wieder hier den Förster besetzen. Dass der mal wieder ein bisschen aufräumt.
Ja, mit dem Brennholz, das reicht auch anscheinend. Sieht gut aus. Ich bin begeistert. Wir sind schon im Winter, also mitten im Winter, nicht mehr am Anfang. Das reicht alles sehr gut. Puh. Ja, blöd ist nur, wenn wir jetzt hier diese Felder haben. Die werden auf jeden Fall von 4 Leuten oder sowas besetzt, die jetzt dann halt fehlen. 4 Leute, das ist die Hälfte, die jetzt auf dem Feld arbeitet. Und die andere Hälfte müsste dann danach noch ein bisschen Brennholz kloppen. Wir brauchen noch mal Leute, die hier wirklich Bäume fällen. Der Wald holt sich hier alles zurück, das ist unglaublich. Naja. Die haben auch wirklich nicht so viel verbraucht jetzt hier. Also irgendwie 60 Wurzelgemüse bis jetzt. Ich frage mich, wie das im letzten Jahr so schief gehen konnte. Dass wir so wenig bekommen haben. Na gut. Ja, jetzt haben wir sogar eigentlich zu viel Brennholz. Ist das zu glauben? Wir werden jetzt hier wieder 2 rausholen. Holt mal. 2 reichen, sorry. Die klappen hier. Gut, dann steckt mal die andere mal wieder hier in das Forsthaus rein. Genau. Kümmert euch mal, ihr Heinis. Hier ist er mir zugewiesen? Nee. Ich dachte gerade. Ja, Flachs haben wir erstmal genug. Also wir sehen hier, die Klamotten nehmen sehr langsam ab, nur zum Glück. Ja, ich habe schon das Schlimmste befürchtet für diesen Winter, aber es scheint zu funktionieren. Jetzt hat das Wurzelgemüse ordentlich abgenommen. Meine Güte. Granate von 460? Gut, ich glaube, wir haben den Winter jetzt eigentlich ganz gut überstanden. Erfreulichst gut überstanden. Deutlich besser als letztes Mal. Jetzt müssen wir gucken, wie wir da eine gute Balance hinbekommen zwischen Arbeitskräfte verteilen, neue Leute bekommen. Vorräte aufstocken fürs nächste Jahr. Oh, Moment mal, die können in die Schule gehen. Gut. Okay, liebe Leute, ich würde sagen, wir hören auch jetzt für diese Folge auf. Ich bin immer noch nicht beruhigt. Ich habe die Kamera aus. Aber wenn ich sie an hätte, dann würdet ihr sehen, wie verschwitzt ich bin. Vor lauter Stress und Sorge. Ja, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielleicht habt ihr Tipps für mich. Immer gerne her damit. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit. Oh, guckt euch das mal an, wie schön das hier wieder ist. Völlig verfrostet. Ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Eure Lucita. Tschüss.